Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde 7 Days to Die. Ich hoffe, euch geht's Ihnen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und in der heutigen Folge werden wir gleich mal eine Runde Spikes bauen. Dann werden wir die setzen, uns für die Horde Nacht vorbereiten. Ihr seht, sie war schon fleißig. Wenn wir jetzt gleich mit dir durchballern. Da war ich unterwegs und habe im Holz gesammelt wie ein fleißiger. So. 150 Stück und die werden wir. Und durch dass wir einen Einbruch gehabt haben. Dann werden wir gleich mal schauen, wo die hinsetzen. Die werden wir dann 150 Stück für die rote Nacht. Die werden wir dann da mal in der Reihe rum, dass wir da mal gescheit abgesichert sind. Dann werden wir uns da einfach immer arbeiten. So schauen wir das, dass wir das machen. Da jetzt den Ding dabei zugemacht. Ich hab viel zu groß gebaut. Das weiß ich. Ich hab viel zu groß gebaut. Ich bin schon mal überlegen, ob ich nicht verkleinern sollte. So, jetzt holen wir zuerst einmal das Wasser. So, haben wir dort das trübe Wasser. Setzen wir da rein, da haben wir dann am Bogen. Setzen wir da rein. Da können wir schon mal einen Teil hier sitzen. Ich sage gleich ein bisschen Redstone dazu. Ja, der Einbruch letzte Mal in die Base, der war nicht so interessant für mich. Da habe ich noch ganz nett zu kämpfen gehabt zwischen den Folgen drinnen. Zwischen den letzten zwei, also zwischen der und der letzten. Aber sicher auf der ganz gern. Man kann das mal eigentlich 77 Gehobe, man kann das die eigentlich schon fangen hier dir sitzen.
Da geht's ja nur leicht, einen Garten machen. Auf der Alpha 19 braucht man verdorbenes Fleisch. Immer, Alter, da werden nichts Boxen sein. So, also noch der rote Nacht. Möchte ich mal dann losstarten, dass wir im Mais organisieren wieder. Aussichern. Na, geh. Das könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, ob jetzt was gehört. Jetzt könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob es was gehört habt, ob es da auf der PlayStation weitergeht. Oder ob's, oder wo man da am besten nachschauen kann, ob es da Erfahrungen gibt, wo man da mitdiskutieren kann. Ah, ich weiß, dass unser Holz da wer am Laufenden ist, was am PC. Also ein Freund von mir ist er. Der schaut ja noch, wo es am PC geht. So. Wir haben jetzt beim Überlegen, was mit den nächsten Folgen so dann. Also jetzt mal aussichern für die Hode Nacht. Dann muss ich mal schauen, ob ich da die Donnerbüchse abbauen kann auf der PlayStation. Und die Munition, die passen, die dazu machen kann. Kriegt die Einstiege sichern. Die zwei. Lass mal das wieder ein bisschen auf wie Rinder. Ja, lass mal das wieder ein bisschen auf wie Rinder. Dann fangen wir heute weit echt schon unseren Wald an. Ich weiß. Ich weiß, dass die gewisse Meter weg sein müssen voneinander. Das weiß ich.
müssen die auf freien Flächen nachstehen. Ja, die müssen auch auf freien Flächen stehen. Ich sag gleich, dann machen wir die ein bisschen wütend durch die Gegend. Wir stehen jetzt so in Reihe und Glied. Heute morgen mir. Heute morgen mir unwahrscheinlich, das Spiel. Ja, so unsere nächste freie Fläche. Alles ja gleich. Wir müssen so leider wie es so. Freie Stühlen suchen. Braucht man. Jetzt kommt schon. Ich möchte da so am Ski ein bisschen am Rand des Wüstengebiets. Hätte ich ja gerne in meinem Wald aufgestellt. So. Dann was man da nicht viel Zeit verschwindend jetzt gehen wir wieder zurück in die Base. Nicht, dass einmal verhungert der Bursche. Das kann ich mir ohne ihn dann auch fertig machen. Oh Gott, dass wir mal miteinander den Ansatz geschaffen haben. Auf die Ohren habe ich jetzt nicht geschafft. Ah, okay, da funktioniert das nicht. Im PC funktioniert es, soweit das, da siehst du, weit, dass er geht.
So, schauen wir mal da. Der Bursche braucht was zum Essen. Auf die Jagd müssen wir mal wieder gehen. Trinken braucht er auch. Das Antibiotika kann ich auch schon herstellen oder was? Ah na, oh, Kleber oder wie? Wir haben Kleber herstellen. Dann 28 trübes Wasser. Ah, klares Wasser, das dauert 2 Minuten. Dann haben wir da oder so. Ah, halt. Das lassen wir da. Pass auf, dann nehmen wir die Bären. Machen wir das Inventar auf, dann kann man die oben ja eigentlich umpflanzen. Ein Teil davon, Schneebären. Die Kuh gerade essen, die Kuh in die Pflanzen, okay. Wir nehmen uns jetzt als Snacks so mit zwischen eine. Der braucht noch einen Blaubeerkuchen. Da haben wir die Eier verkochen, 18 Stück. Punkte haben wir denn? 15 Punkte haben wir. Wo haben wir denn die Pistole? Da die 100 voll. Und da haben wir die 100 voll gleich einmal. 72, da brauchen wir noch 30. Bogenschießen, das werden wir schaffen, skillen in der
noch, ob ich jetzt genug benannt habe für die Werkbank. Die war ja mal wichtig. So, 12 6 braucht er noch. 12 6, das braucht er noch. Okay. Da geht es in die Mine auch hier. Schauen wir da mal rein. Da haben wir die Knochenminder und auch Wasser. Da oben die Fleisch. Oh, den Rest. So, dann haben wir da in einem Bauhelm. Ich muss da wieder nachschauen, weil ich vor einer Folge aufs andere dieselbe vergiss. Der kommt um ins. Das andere Regal. Ah, ich hab doch da irgendwo Steiner auch. Und der Steiner, was ich noch weiß, kann man Zement machen. Eisen. Dann haben wir da den und einen Hammer brauchen wir und einen Hammer habe ich in der einen alten Hammer habe ich beim Händler drin. Was ich noch weiß. Jawohl, einen alten Hammer haben wir da drin. Was braucht man da nur? Mechanische Teile, gell? Holz haben wir auch genug, die mechanischen Teile brauchen wir noch. Ich muss selber nicht herstellen, ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Da ist jetzt draufgekommen, wo ich das ein investieren muss. Dann Lehm. So, schaut mal dies Ei. Kleiner Stein, da müssen wir da jetzt halt eigentlich ein Zement herstellen. Nicht die erforderlichen Fähigkeiten. Da muss ich nur erforschen, aber ist ja gleich. Stelle ich diese zuerst einmal her. Ist das wenigstens da auch noch gleich? Dann darf halt jetzt die Eier fertig sein. Und dann macht man nämlich den aus. Passt gut. So, was machen wir jetzt noch?
Ich werde jetzt noch ein bisschen Material farmen gehen, bis es wieder hell ist. Früher haben wir eine Tattoo, aber die Spikes haben wir gebaut. Aber wo sitzen wir dann noch, wenn es hell ist? Dann werden wir in der nächsten Folge sehen, unten, wir haben noch Stein, dann werden wir mal den Stein nur da herum verbauen. Vielleicht ein paar Fenster machen. Sehen wir ja. Na gut, meine lieben Sportsfreunde, das war's für die Folge. Wir haben zwar jetzt nicht so was Aufregendes gemacht. Die nächste Nacht wird interessanter werden. Weil es halt dann werden wir dann uns auf die Horde-Nacht zu bewegen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen zum Zuschauen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus 7 Days to Die weitergeht, nichts mehr nice versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust. Bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, dies ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus.